5 Top-Galopper im Karl Jaspers-Preis. Boxentüren auf für dieses Europa-Gruppe-2-Rennen über 2400 Meter. Die große Frage, wer übernimmt die Spitze? Und ich kann Ihnen sagen, es ist Tünnes. Tünnes also heute von der Spitze aus führt vor Lordano an der Innenseite, vor Mr. Hollywood, vor San Marco und auf Warten geritten. Assistent, so geht es jetzt an der großen Haupttribüne hier im Weidenpescher Park vorbei. Unter Ihrem Beifall, vielen Dank dafür. Tünnes führt mit einer Länge Vorteil vor Mr. Hollywood außen, vor Lordano an der Innenseite. 4 Längen bis zu San Marco und eine Länge bis zu Assistent am Ende des Feldes. Das Tempo ist gut, das ist erfreulich, wo es in den Scheibenstraßenbogen hineingeht mit knapp 55 Kilometern in der Stunde. Tünnes führt mit einer Länge vor Mr. Hollywood, vor Lordano an der Innenseite. 4,5, 5 Längen bis zu San Marco und 1,5 Längen bis zu Assistent. Das ist ein richtiger Test auf diesem Boden. 1600 Meter bis zum Zielpfosten mit Beginn der Gegenseite. Tünnes führt in den Händen von Andra Starke, vor Lordano in seinem Fahrwasser. René Pichulek außen davon, Leon Wolf im Sattel von Mr. Hollywood. 3 Längen nur noch bis zu San Marco. Bourjan Mosabayev, 1 Länge bis zur Assistent Tore Hammer-Hansen. Mitte gegenüber hat sich seit dem Start überhaupt nichts getan an dieser Reihenfolge. Tünnes kann den Takt bestimmen, wie es sein Reiter möchte. Vor Enen Lordano, vor Mr. Hollywood, dann Assistent jetzt an der Seite von San Marco, aber die beiden sind keine 5 Längen hinter dem führenden Pferd. Ausgangs der Gegenseite mit Beginn des Schlussbogens. Tünnes führt nach wie vor vor außen Mr. Hollywood, vor Lordano, vor San Marco und vor Assistent. Der muss alle überholen, wenn er hier seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen möchte. In diesem richtigen Stehertest geht es in Richtung langer Kölner Zielgeraden. Tünnes, Hände voll vor Mr. Hollywood, der lässt sich reiten. Lordano an der Innenseite, dann Assistent, der steckt noch im Verkehr fest. Und San Marco an der Außenseite. Tünnes will den Satz machen an der Spitze. Tünnes vor Lordano, vor Assistent innen. Jetzt hat er sich den freien Weg gesucht dort. Aber noch ist Tünnes vorne vor Lordano mit der Steherklasse. Assistent wieder eingebaut dort an der Innenseite. Tore Hammer-Hansen sucht verzweifelt die Lücke, aber die macht René Pichulek logischerweise nicht auf. Lordano gegen Assistent. Lordano, Assistent an der Innenseite. Lordano mit dem Stehvermögen. Assistent mit der Kondition. Lordano ist vorne vor Assistent mit der letzten Attacke. Lordano ist der größere Steher und er gewinnt den Karl-Jaspers-Preis gegen Assistent, der im Rennverlauf scheitert. Dann Tünnes vor Mr. Hollywood und vor San Marco.